An der Mathematik liebe ich, dass sich Fragen ein für alle Mal beantworten lassen. Natürlich geht die Forschung immer weiter und man ist irgendwann in der Lage, sehr viel kompliziertere Probleme zu bewältigen. Aber das, was man einmal bewiesen hat, das ist für die Ewigkeit. Mein Name ist Gustav Holzegel. Ich arbeite in partiellen Differentialgleichungen und der Analysis der Einstein-Gleichung. Gustav Holzegel ist Spezialist auf dem Gebiet der Einsteinschen Feldgleichungen. Sie beschreiben auch die Existenz von schwarzen Löchern, die zu einem der größten Geheimnisse des Universums zählen. Mich hat eigentlich immer dieser Übergang gereizt zwischen Mathematik und Physik und die Beziehung zwischen Mathematik und Physik. Und genau das fasziniert mich auch an den Einstein-Gleichungen. Sie sind in der Sprache der Differentialgeometrie, also in der Sprache der reinen Mathematik, formuliert. Und sie würden genauso Sinn machen, wenn es jetzt keine Lichtkrümmung oder schwarze Löcher gäbe. Aber die Faszination ist eben, dass diese Sprache dazu geeignet ist, um unser Universum zu beschreiben, um schwarze Löcher zu beschreiben, Lichtkrümmung zu beschreiben. Am Imperial College London ist Gustav Holzegel ein entscheidender Durchbruch gelungen. Er konnte mathematische Beweise für die Stabilität von schwarzen Löchern finden, also die Dynamik der nichtlinearen Einstein-Gleichungen in der Umgebung eines schwarzen Loches kontrollieren. Sobald man über Naturgesetze spricht oder irgendwie versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben, muss man es in der Sprache der Mathematik tun. Da ist Sprache, so wie wir sie haben, mit all ihren Zweideutigkeiten, ist das falsche Medium oder nicht geeignet genug, um naturwissenschaftliche Phänomene zu beschreiben. Albert Einstein beschrieb schon vor mehr als 100 Jahren, was unser Verständnis des Kosmos revolutionieren sollte. Er führte die drei Dimensionen des Raums, Höhe, Breite, Tiefe, mit einer vierten Dimension, der Zeit, zusammen. Diese Raumzeit kann man sich wie ein elastisches Trampolin vorstellen. Große Massen wie die eines Planeten verursachen eine Delle. Einstein beschreibt also die Schwerkraft als Krümmung der Raumzeit. Am stärksten krümmen schwarze Löcher die Raumzeit. Ihre Gravitation ist so stark, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Das Geniale an Einstein, man kann Gleichungen hinschreiben, ohne sie vollständig zu verstehen. Also das, was er uns mitgegeben hat, wird uns auch noch die nächsten 100 Jahre, glaube ich, beschäftigen. Ja, das macht den Reiz aus. Eine der Schwierigkeiten an den Einstein-Gleichungen ist, sie sind sehr elegant formuliert und sie sind, wie der Mathematiker sagen würde, koordinateninvariant formuliert. Das heißt, man muss die Gleichung in bestimmten Koordinaten hinschreiben, um die Analysis zu machen. Und dann werden sie sehr kompliziert. Nach dem Studium der Physik wandte sich Gustav Holzegel der reinen Mathematik zu. Er sieht sich als Teil eines starken Netzwerks, das die aufregendsten Fragen unserer Zeit behandelt. Die Zusammenarbeit mit Gustav war eine großartige Erfahrung. Es ist sehr hilfreich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die anders über Probleme nachdenken als man selbst und einen so dazu bringen, selbst auch anders zu denken. In dieser Hinsicht habe ich sehr viel von Gustav gelernt. Nach Stationen in Cambridge und Princeton führte Gustav Holzegels Weg 2012 nach London. Das internationale Forschungsumfeld der Weltstadt motivierte ihn. Den Gedanken der Vernetzung möchte er gern mitnehmen. Mich hat immer gereizt, ein bisschen von der Breite und auch dieser engen Beziehung zur Physik, die traditionell eben im UK sehr stark vertreten ist, eben nach Deutschland zu tragen und in Deutschland was aufzubauen. An der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster wird Gustav Holzegel jetzt die mathematische Forschung zu schwarzen Löchern fortführen. Und insbesondere die Methodenkompetenz der geometrischen Analysis und partiellen Differentialgleichung am Standort ausbauen. Die Humboldt-Professur bietet natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, als ich mir erträumen hätte mit dem Wechsel hier nach Münster, weil ich dadurch eben eine große Gruppe aufbauen kann und auch in neue Forschungsfelder und Forschungsgebiete investieren kann, Gastwissenschaftler einladen kann, auch Leute aus Gebieten einladen kann, in denen ich vielleicht gerne arbeiten möchte in Zukunft, selber was lernen möchte. Und ja, das bietet einfach Möglichkeiten, die ich mir vorher nicht so hätte vorstellen können. Alexander von Humboldt-Professor Gustav Holzegel lässt uns die Welt durch Mathematik ein bisschen besser verstehen.